So Leute, ich war jetzt meine älteste Kundin besuchen. Das ist die Iris, eine kleine Real-Life-Story. Damals vor 4 Jahren habe ich hier in Kartal eine Immobilie verkauft. Ich bin jetzt im Lift. Ich zeige euch auch kurz, wie es draußen ist. Also ein sehr schöner Komplex. Eine 4+1 Wohnung, also eine 5-Zimmer-Wohnung. Und ich habe einen sehr guten Preis für sie damals ausgehandelt. 180.000 Euro, aber in Lira. Und wir haben einen Lira-Vertrag gemacht damals. Und dann war es tatsächlich so, dass der Lira schwächer geworden ist. Also sie hat dann deutlich weniger zahlen müssen. Und das freut mich natürlich umso mehr. Die Baufirma wollte dann natürlich mehr Geld haben, wie es ja so ist mit den Baufirmen. Die möchten dann natürlich mehr Geld haben, weil der Lira schwächer geworden ist. Aber wir haben das durchgehauen, dass sie immer noch den günstigen Preis bekommen hat. Ja, und jetzt die Wohnung zu groß für sie. Sie ist 94 Jahre alt, die Iris. Sie ist 94 Jahre alt, aber immer noch fit. Aber die Wohnung ist jetzt zu groß für sie. Die ist im 20. Stockwerk mit wunderschönen Ausblick und alles. Ich zeige auch gleich hier von außen nochmal. Ja, und jetzt möchte sie gerne die Wohnung halt verkaufen und 2 kleinere Wohnungen kaufen. Wir helfen ihr natürlich auch gerne damit, kein Problem. Und ja, jetzt kriegt sie 250 bis 300% mehr, als sie damals gezahlt hat. Das heißt, sie ist auf jeden Fall dann ausgesorgt für immer und das freut mich natürlich. Super, dass wir so einen guten Deal damals ausgehandelt haben. Freut mich natürlich immer. So, und es ist dieses riesengroße Gebäude. Man hat da natürlich alles drum und dran. Man hat auch Spa, Hammam, Swimmingpool und so weiter. Aber das ist natürlich immer begrenzt, wie viel man das in dem Alter benutzt. Völlig klar, aber voll modern. Es ist in Kartal. Kartal, Istanbul und mit schönem Meerblick und alles. Ja, ist auf jeden Fall eine Herzensangelegenheit. Ich komme sie gerne besuchen. Wir waren letztens auch da, auch mit meinen Kindern und so weiter. Und ja, das werde ich auch immer wieder. Nächstes Mal, wenn ich in Istanbul bin, komme ich sie auf jeden Fall auch besuchen. Eine ganz, ganz liebe, normalerweise aus Berlin. Und ist hierher gezogen, weil ihr Mann war Türke, aber der ist dann leider verstorben. Aber ja, sie hat auf jeden Fall einen sehr guten Deal gemacht und das freut mich definitiv.